Also wo wir jetzt hier sind, ist ja bei Langtümling im Lager. Und da sind wir natürlich auch sehr neugierig, was da in diesem Lager sich befindet. Jan ist hier, Andi, Nils. Da wollen wir gleich mal durchstöbern. Und wir brauchen ja auch noch ein paar Teile für unsere Zündsonnen. Da hast du uns ja ein bisschen was versprochen. Ja, hat er. Ja, hat er. Komm, sag ja, nix. Hast ja. du Jan? Und wir haben das ja auch ein bisschen eilig mit den Teilen. Und so Teilfindung ist ja manchmal auch nicht so einfach. Mal eine vernünftige Gabel zu finden, schönes Vorderrad. Wir brauchen eine Scheibenbremse und so ein paar kleine Sachen. Wir gucken gleich mal. Aber was du ja noch gesagt hast, dir hat es ja keine Ruhe gegeben. Du möchtest gerne noch an der Zündsonne den Motor noch einmal auf den Prüfstand. Du hast gesagt, es gibt noch 1-2 PS, die da versteckt sind. Fünf. Das sagen wir so. Der beste 50er, den wir gebaut haben, hatte mal knapp über 20. Ja. 20,5. Das schaffen wir, aber das schaffen wir jetzt hier nicht mit den Parametern. Da muss man schon noch ein paar Stecker ziehen, aber es fehlt auf jeden Fall noch was. Und der Lando hat schon mal angefangen. Wir haben jetzt also doch noch einen neuen Vergaser rangebaut, dass wir uns damit nicht rumärgern mit einem gebrauchten. Ja. Dann würde ich eine andere Membran ranbauen. Und ich werde dann nachher noch mal den Zylinder runterbauen und werde ganz einfach schauen, dass ich die Nebenauslässe wahrscheinlich noch ein bisschen größer mache. Ich denke, dass dort noch ein kleines bisschen hängt. Das probieren wir einfach aus. Und macht ihr das hier in der Werkstatt? Das machen wir hier in der Werkstatt. Okay. Mensch, auch mal wieder sehr interessant zu sehen, wie so ein Zylinder noch weiter getunt wird. So, dann gehen wir mal rein, wa? Ja, lass mal schauen. Alter Schwede. Wenn du mal einen Auspuff brauchst. Ja, das sind halt so die Sachen, die wir bauen. Das sind die Auspuffe, die wir da haben. Das ist zum Beispiel so eine richtig dicke Flöte. Ja, das ist eine richtig dicke. Gibt der Simson-Motoren mit 130 Kubik und da kommt dann zum Beispiel sowas ran. Eieiei. Da hast du dann im Simson mit 130 Kubik, das höchste, was wir hatten, war wirklich dann mal eine 4 vorne am Prüfstand dran. Ja. Allerdings mit viel Abstimmen. Aber wir verkaufen das tatsächlich mit 35 oder 36 PS, geben wir das an. Und da fährt so ein Moped natürlich. Also der Flöte. Das Motorgehäuse von der Simson, ist das von der 50 Kubik Simson? Naja, für den 130er nehmen wir mittlerweile fertig gefräste Motorgehäuse. Ein Kumpel von mir, der lässt solche Motorgehäuse fräsen oder fräst solche Motorgehäuse. Weil das passt uns gar nicht mit dem Zylinderfuß. Ja, das haben wir früher aufgeschweißt. Katastrophe. Ja. Das hast du tagelang geschweißt, gedreht, gespindelt. Wenn du nur die Arbeit siehst, die wir früher dem Kunden in Rechnung gestellt haben, du bekommst das Gehäuse jetzt für weniger Geld komplett zu kaufen. Also trotzdem ein Haufen Geld. Lando, was kostet das Gehäuse momentan? Ich habe 900 mit Großhebel. 900 Euro. Da sind schon ein bisschen Dichtung dazu und dann ist so ein neuer Kupplungshebel. Ist komplett CNC gefräst. Kann ich dir zeigen, haben wir bestimmt da. Haben wir eins da? Ja, steht oben. Okay. Ja, zeige ich dir dann. Gefräste Kupplungshebel? Naja, das ist halt alles ein bisschen schön gemacht, damit das... Die auch an meinen Motor ran, die gefrästen Kupplungshebel? Das sogenannte Brosil-Kit müsste da drauf zu bauen gehen. Aber weißt du, warum ich das gut finden würde? Weil diese Blechhalterung, da, wo der Kupplungshebel gezogen wird, das sieht unspektakulär aus. Armselig aus. Armselig. Und bei Zündapp muss man gucken, ne? Da sind das richtig schöne gegossene so Kupplungsarme. Okay. Die sehen richtig toll aus. Ja. Also, da sieht man immer schon den Unterschied. Von der Fabrikation. So aber die gefrästen Hebel, da musst du zwei Gewinde setzen, das schafft ihr alles. Und da muss so ein Deckelchen oben drauf geschraubt werden und dann passt der Hebel mit dem ganzen Zeug und dann ist der ganz leicht gelagert. Ich glaube sogar mit der Nadellagerung, das ist richtig schön gemacht. Oh, das gucken wir uns noch mal an. So einen Hebel müssen wir haben. Wie viele Kolben hier alleine liegen? Na, das ist einer. Ja. Aber Barrikett ist schon was ganz Gutes, ne? Ja. Ich bin immer dafür, dass es authentisch ist. Und authentisch heißt für mich, Barrikett ist sehr gut. Jetzt bin ich mal böse, wenn es von Langtuning kommt. Wir machen bei den Kolben mittlerweile eine 100% Kontrolle. Das heißt, jeder Kolben wird ausgepackt, angeguckt, überprüft, sitzen die Bevor Stifte ihr richtig. Bevor den verkauft, ja. Sitzen die Stifte richtig, passt der Kolbenbolzen, ist irgendwo ein Gussfehler dran. Wir hatten halt leider in der Vergangenheit schon Fehler und damit das beim Kunden überhaupt nicht mehr so ankommt, machen wir tatsächlich eine 100% Kontrolle. Ja, legt natürlich auf den Preis nieder, weil wir brauchen dafür Zeit. Ja. Die Barrikett-Kolben sind grundsätzlich sehr gut. Aber wir hatten eben auch schon Fehler und damit wir es beim Rausschicken eben schön haben, mittlerweile eine Zeit lang Chargenkontrolle. Ja. Jetzt sind wir wieder zurück bei 100%. Einfach kann um der wissen. Kunde sich im Nachhinein auch nicht beschweren. Er sagt, ich habe was Vernünftiges verkauft. Ja. Ne, geben uns da viel Mühe. Barrikett gibt sich auch eine Riesenmenge Mühe. Ganz ist ein toller Kolben, aber nicht per se. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, jeden Barrikett-Kolben kann man kaufen. Das muss ich leider so sagen. Wir arbeiten sehr gerne mit den Jungs zusammen. Trotzdem ist es eben, weiß ich mal, eine Kleinigkeit. Da sind halt die falschen Kolbenringe drin und der Kunde versucht trotzdem aufzubauen und es funktioniert nicht. Zu klein, keine Verdichtung, zu groß, geht gar nicht erst rein. Ja. So Kleinigkeiten teilweise, aber es wird halt alles kontrolliert. Der Kolben an sich ist sehr gut. Also wir nehmen den Rennmotoren und wir haben die teilweise Motoren 30.000 Kilometer laufen, geht fantastisch. Was haben wir jetzt hier? Vergaser, Luftfilter? Alles, was du brauchst. Schrauben. Ich will mal kurz gucken. Zündkerzen.
jeder Größe. Ach du Schande, guck dir mal an, du. Hier zum Beispiel so tolle Luftfiltermatten, ne? Hier, das ist doch, wir können mal dein Lieblingswort wieder nehmen, das ist für den Herzkasten. Ah, das ist für dieses Luftfilterpad. Genau, ja, genau, richtig. Ah, da kommt ja halt dann so ein Blech da drauf. Ich auch solche Sets, wo hab ich denn das Blech? Das gibt's alle. Ah, guck mal hier, von Malossi. Nee, dieses, es gibt doch so ein Tuningblech mit größerem Blech. Ah. Und das hier mit Schnellverschluss. Ja. Kannst das Ding dazwischen klemmen, drückst das Ding rein, Hebel gewechselt. Also wenn du Rennen fährst, Langstreckenrennen, kannst du halt die Matte innerhalb von 2 Sekunden wechseln. Übertrieben 2 Sekunden, aber es geht halt echt schnell. Das sind Gabelgummis? Das sind teilweise Gabelgummis, die nehmen wir aber von Luftfilter. Und zwar ist es so, wenn du Lufteinlass machst, hier gibt's zum Beispiel so tolle Teile, das ist von CD-Parts, nennen die sich, die machen so Gummitrichter als Übergang für die Schwalbe, für Simson. Und die Burschen, die haben richtig geschickt, und das gucken die, aber versuch's mal zu zerreißen, mach's einfach. Wenn's jetzt passiert, dann passiert's. Nee, passiert nicht. Passiert nicht. Das ist 3D-Druck, ne? Das ist 3D-Druck, der Wahnsinn. Und die machen das so richtig geil. Die passen die Form an, drucken das selber, ändern die Parameter so lange, bis es richtig stabil ist. Und alles, was hier liegt, sind so Ansaugstützen. Richtig haben also gut, auch richtig so gut. Wo haben wir denn zum Beispiel mal dieses komische Windelmesser? Sag mal hier. Das kommt auf den Luftfilterkasten oben drauf, unter der Sitzbank, damit es leise bleibt. Ja, schön. Und da könnt einfach ein Loch rein, mit einer Lochkreissäge, schnappst das ein und hast halt, also es tut die Dezibel massiv runterregeln. Also so einen Schlauch nehme ich schon mal mit. Den brauche ich für mich privat. Guck mal, wie Nils sich freut. Ja, das Schlauchland hier. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Ich sag, was es ist. Ich weiß das. Ach, weißt du das? Ja. Hast du das Video angeguckt? Ich weiß das. Nee. Nee? Sehe ich so. Da wird's Zeit. Das ist Drehschiebeeinlass. Nee. Nee? Nee. Weil hier die Kurbelwelle ist und hier ist der Ansaug. Mhm. Da muss ich gleich mal Werbung für meinen eigenen YouTube-Kanal machen. Das ist Seitenmembran. Das ist eine Idee, die hatte ich vor 15 Jahren oder sowas. Ja. Und die Membran geht an der Stelle rein, wo eigentlich der Drehschieber ist. Ach schade, jetzt haben wir den Motor nicht da. Ja, den kannst du. Schade. Aber das sieht ja auch so ein bisschen drehschiebermäßig aus. Ja, das ist ja der Witz eigentlich. Mhm. Aber die Membran kommt hier von der Seite und das hat fantastisch funktioniert. Ich habe so einen Motor gebaut. Wir machen jedes Jahr was, das nennt sich Tuner Battle, hier bei uns auf dem Prüfstand. Da habe ich einen Motor gebaut und da hatten wir aus, was hatte ich, glatt 70 Kubik, 26 PS am Hinterrad. Und halt hier von der Seite die Membran drauf. Oben ist auch ein KTM-Zylinder drauf, ein Wassergekühlter. Ja, und die Membran halt von der Seite, das funktioniert wirklich fantastisch. Ja. Und man hat halt jetzt die Möglichkeit, das ist das Geile, Zylinder umdrehen und der Auspuff geht hinten gerade raus. Ein gerader Auspuff bringt halt auch Leistung, wie man es ja gestern schon mal hatten. Der geht hinten aus dem, wo der Vergaser normalerweise sieht. Es gibt bei YouTube eine Videoreihe, da habe ich anderthalb Monate nur gefilmt, wie ich den ganzen Motor baue, wie ich alles fräse, wie ich alles mache. Mit Auspuff bauen, mit Gehäuse fräsen. Ja, und das würde ich mir noch mal reinziehen. Da zieht das mal rein. Ne? So, dann lassen wir weiter shoppen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Pack das mal hier auf den Tisch. Das Ding ist, manchmal bestellst, kennst du es auch, du bestellst eine Kurbelwelle und die kommt dann in dem Karton und ist dann schon so lose da drinnen, wo du schon denkst, oh. Und wo wir das hier mit dem Karton, da kam die erste für uns vor ein paar Jahren und du packst aus und denkst, ist das schön? Weil du kannst da sicher sein, das kann ein Postauto durch die Gegend rollen, das geht nicht. Ja. Kannst du auspacken. Der Schlager ist ja auch ziemlich fett am Ende, ne? Das ist auch bei Simson ein großer Vorteil, das ist eben das, was eben bei Zündab und anderen Sachen nicht ist. Wir haben hier bei der Simson den Vorteil, wir können unten ein ziemlich straffes Lager fahren und ein sehr breites Pleuel, weil wir die Anlaufscheiben oben drin haben. Ja. Und bei den ganzen anderen Modellen hast du die immer unten drin. Und du hast hier den riesen Vorteil, dass durch diese riesen Lücken natürlich viel Öl ran kann. Ja. So eine Kurbelwelle, wir haben viele tausend davon verkauft. Und auch ganz viele Jahre das schon gemacht auf die Art und Weise, diese halten ewig. Du kannst die mit Kurbelwelle, also mir sind keine Schäden bekannt, weil du hier immer eine riesige Schmierung hast. Und wenn du links und rechts eine Scheibe hast, kann die Schmierung zur Seite nicht rein. Ich habe das tatsächlich bei mir anders. Ich habe einen Kawasaki-Pleuel, hat mir eintreffen lassen. Und das ist auch so. Ja. Das ist sehr standhaft. Das ist übel standhaft. Das geht nicht mehr kaputt. Genau, richtig. So, diese Bauweise geht nicht kaputt. Du musst halt oben die Anlaufscheiben immer anfädeln, das wollen die meisten nicht. Aber es muss ja irgendwo geführt sein, oben oder unten. Mhm. Ich finde die Bauweise, wie Simson schon immer baut, total geil. Guck, dann haben sie auch noch so schöne Plastikdinger drüber gemacht zum Schützen. Das ist, das ist wirklich gut gemacht. Alter. Das ist einfach, du kriegst die Kurbelwelle als Kunde und weißt erstmal, die ist hier nicht bei der Fahrt kaputt gegangen oder was, die ist einfach schön. Guck mal, da liegt ein Alu-Kotflügel von Jens. Wo? Hier. Oh ja, das kenne ich schon. So kriegt. Das können wir ja heute noch mal sagen. Und zwar fahren wir nämlich zu Herrn Jens Müller. Mhm. Von dem habe ich ja schon ganz viele Schutzbleche gekriegt. Und der macht ganz tolle Sachen, Aluminium-Sachen. Ne? Geiler Typ. Und du hast jetzt gerade den Kontakt hergestellt, dass wir da heute hinfahren dürfen. Heute Nachmittag fahren wir da nämlich auch noch hin. Mhm. Der wohnt hier in der Nachbarschaft. Und da wird es auch noch interessant bei dem Jens. Das ist cool bei dem. Ja. Das ist richtig interessant. Da hat eine richtig coole Werkstatt, richtig tolle Motorräder und hat goldenes Händchen. Kann man einfach so sagen. Ja. Für Maschinen, für Motorräder, für Umstände, für Menschen.
Ich glaube, das wird noch mal interessant bei Ihnen. Ja. Ach so, was mir noch einfällt, du sagst ja, an dem Kupplungsdeckel ist ja auch ein Tachoantrieb, ne? Oder wollen wir den gar nicht aktivieren? An dem Kupplungsdeckel ist ein Drehzahlmesserantrieb. Den ja, das ist ja noch besser. Aber der hält nicht bei der Drehzahl. Keine Chance. Nee? Nee, geht kaputt. Fliegt auseinander. Ja, weil es nur mit so irgendwann, wenn du auf der Geraden fährst, bis 15.000 drehen. Und die Welle, die kann, also die dreht sich zwar nicht mit 15.000, die hat eine Übersetzung, aber das geht bei der hohen Drehzahl kaputt. Also das hält nicht lange. Das ist sinnlose Arbeit an der Stelle, das hält nicht. Nee, dann lassen wir das. Der Tachoantrieb ist am Rad vorne normalerweise. Bei der Den gibt es am Rad. Ja. Wenn du Tacho ranbauen willst, gibt es den am Rad. Oder eben die Möglichkeit von dem Seitendeckel. Ich würde es ans Rad bauen, wenn man es kann. Ist schöner. Ja, da müssen wir mal was überlegen, wie wir das machen. Mhm. Aber irgendwie ein Instrument muss da ja ran. Was wollten wir jetzt noch? Ich brauche noch einen Vergaser. Bremsen und so weiter. Erst mal bremsen. Also du könntest hier mal nach deinem Vergaser gucken, ne? Das steht dann geh drauf. Du mal hier in deinen Vergaserregal. Aber hier, mach das mal nicht. Du das mal nicht durcheinander bringen. 28er. Polini, ne? Passt da. Das ist doch. Nils ist wie Weihnachten bei ihm. Ja. So, jetzt die Frage, ob du dann noch Düsenzeug brauchst. Hast du? Hab ich. Okay. Jetzt haben wir Bremspumpen, sind ja ganz hinten, wo auch unsere ganzen Merchandising. Nils ist total euphoriert. Du bist hier so glücklich. Hoffentlich kriegt er alles, was er braucht. Ne, also wir haben aber auch Bremsleitungen, das sind jetzt schwarze, die würden wahrscheinlich auch gut zum Thema passen. Ja, Die Frage ist aber eben nur nach der Länge. Das ist eigentlich das größte Problem. Ich würde an deiner Stelle die Bremsleitung als letztes bauen, weil es sonst hässlich aussieht, wenn es die falsche Länge hat. Ja. Ne, du machst dann eine schöne Halterung und so und dann legen die Leute immer die Bremsleitung hier zweimal. Oh, fürchterlich. Das geht gar nicht. Nee. Das kann man sich so schön auf Länge schneiden lassen und dann noch sagen, okay, da noch ein Winkel so rum, beim anderen so rum und dann sieht es einfach geil aus. Habt ihr auch Stahlflex eigentlich? Das ist Stahlflex. Das ist innen drin. Ja, aber so blanke Stahlflex. Nee. Wir haben wirklich nur die. Mhm. Aber finde ich jetzt auch gut schwarze. Finde ich klasse. Aber wie gesagt, die Länge, also ich kann da jetzt eine verkaufen, aber das ist alles klar. Wenn ich das zusammen habe, kann ich ja sagen, ich habe die um die Länge und dann schickst du mir das oder wie. Ja klar. Also wir haben die Längen jetzt da. Das ist das 8,15, 8,80, 7,20, 7,80. So, und wenn das was ist, was passt, dann ist das okay. Wenn das aber nicht passt, weil du eben Stummellänge dran hast und doch eine kürzere brauchst, dann musst du halt wohl zusammenbestellen. Nein, dann wir können auch was sagen. Was ich meine, fürs Rennmobil wird auch mal zusammenbestellt, was fantastisch funktioniert. Ja. Du kannst da jede Farbe auswählen und es kostet nicht viel Geld. Mhm. Gut. Brembo-Bremspumpe. Finde ich sehr schön. Qualitativ sehr hochwertig. Ja, die sieht schön aus. So. Die ist halt geil, so. Also so richtig. Der ist ein bisschen klobig, aber. Das ist klobig, der gibt es aber für die Aufnahme. Der ist lang. Ja, das gibt aber noch, wobei das eigentlich passt zu dem Kupplungshebel. Das stimmt. Wenn du jetzt den kurzen rechts hast und links den langen Kupplungshebel, ich finde sogar eher, das passt dazu. Ich finde den gut. Also das. Was haben wir denn noch im Angebot? Und zwar haben wir. Warte, Bremskumpe für Schnellgasgriff. Der ist aber schön, ne? Das sieht auf jeden Fall hochwertig aus. Guck mal, hier noch mit Spiegelhalter. Mhm. Brauchen wir nicht. Kannst du umdrehen. Das ist jetzt so wie Simson Original ab? Nein, der sagt mir nicht zu. Da möchte ich gerne Abstand von nehmen. Das ist nicht schwer, mit einem Designer zusammenzuarbeiten. Warum soll es dir anders gehen wie mir? Ja, alles gut. Ich habe auch manchmal meine Probleme. Hast doch bitte Verständnis. Ich habe Verständnis. Alles gut. Das ist eigentlich genau das gleiche, nur in grün, nur dass hier der originale Simson-Gas gefallen passt. Nein, auch nicht. Das ist. Er weiß genau, was er will. Das ist so. Ja, der ist schon gut, glaube ich. Wie hat man gesagt, wenn man 10 Leute fragt, wissen 9, was sie nicht wollen und nur einer, was er möchte. Von daher ist alles gut. So, dann können wir jetzt schon mal. Also, du möchtest dieses. Ja, der sagt mir zu. Ich möchte diesen Teppich kaufen. Gut, genau. So, ich muss rein hin. Und dann kann man sich schon eine Scheibenbremse. Du kannst dir hier eine Scheibenbremse aussuchen, genau. Oh ja, klasse. Darf ich mitentscheiden? Was ist mit aber so eine große wollen wir gar nicht haben. Ne? Guck, es gibt zum Beispiel eine Brembo-Bremsankerplatte für Brembo-Bremssattel. So, und die gibt's. Also kannst du dann einen Brembo-Bremssattel ranbauen. Das kommt natürlich. Also ich finde das sexy, mir gefällt es. Ja, wenn, dann muss es auch alles von einem sein und nicht so durcheinander. Das ist ja auch ein Brembo-Bremspumpe. Ja, das finde ich. Dann müssen wir auch so einen Bremssattel nehmen. So, dann müssen wir aber das müssen wir kurz überlegen. Die Bremse kommt nachher rechts ran. Ja. Also, brauchen wir einen rechten Sattel. Also nicht dort, wo links drauf steht, sondern dort, wo rechts drauf steht. Ja. Die sind auch cool, die Dinger. Aber ich zeig das trotzdem nochmal. Ich habe die auch an jedem Rennmotorrad dran. Ja? Mhm. Weil die wirklich toll sind. Wirklich richtig toll. Die haben auf dem Rennmobil. Brembo hat ja auch wirklich einen Namen. Ja, klar, das ist ein guter Hersteller. Machen wir die ganze Schachtel kaputt, du. Du Schande. So, jetzt habe ich es aber geschafft. Überbringlich, wir haben noch genug Schachteln. Ja. So.
Oh, ja, der ist auch, oh Mann. Ja, ist auch schwarz und hier so ein auch wieder hübsch. Passt zu dem ganzen Design und schön zierlich ist das auch. Ich finde die total geil. Ich habe die auch immer als Doppelscheibenbremse dran, links und rechts. Was kostet sowas? Ich will keinen Mist erzählen. 150? Das ist in Ordnung. Die sind cool, die Dinger. Vor allen Dingen, die sehen echt gut aus. Mhm. Und die bremsen eben auch prima und die gehen auch super zurück. Es gibt Bremsbeläge dafür zu kaufen. Da hat bei mir im Rennmobil einen Nachteil, so ungefähr 2 Wochen sind die Bremsbeläge alle. Im Straßenmobil, die Jungs fahren das viele, viele Kilometer. Aber wenn du die richtig heiß bremst, dann brauchst du schon Bremsbelag davon. Also 2 Wochenenden sind bei mir trotzdem irgendwo 4-5 Betriebsstunden. Das weiß ich einfach, aber die Dinger sind einfach prima. Also die bremsen halt auch super, die gehen die Zettel schön zurück, die machen schön frei und so. Das halt Und das ist der Halter dafür, diese hier? Und das ist der Halter dafür. Ja, klasse. Dann haben wir ja schon wieder ein bisschen was zusammen, da bin ich schon wieder ein bisschen beruhigter. So. Mhm. Da werde ich mir, ohne Scheiß, da werde ich mir eine Aufnahme bauen, dass ich die bei Zundapp einbauen kann. Ja. Das weiß ich jetzt schon, das werde ich mir mal abkupfern hier. Ja, so, und jetzt brauchen wir noch eine... Hier oben sind noch mehr Bremsscheiben, sehe ich gerade. Jetzt sieht er die Frage. Adapter. Also guck, es gibt hier zum Beispiel, na, leer. Die sogenannte 4. Gibt's das hier? Und dann haben wir das hier. Lister. Dann, es gibt ja auch verschiedene Durchmesser. Ich muss. Ja, was für einen Durchmesser brauchen wir denn? Naja, der Adapter ist relativ sicher für 220, aber das steht eben nicht drauf. Ich habe vorhin schon geschaut. Boah, sind die groß. Naja, da gibt es riesen Dinger. Deswegen frage ich mich gerade noch, was die Bremsankerplatte. Die finde ich auch gut hier. Die finde ich richtig. Ja, die ist cool, die passt gut zum Moped. Ja, ja, das muss so sein. Ich gehe mal kurz gucken, ob der Brembo überhaupt mit der Scheibengröße harmoniert mit dem Adapter. Andi, das ist ja wie im Schlaraffenland hier. Oh, Wahnsinn, ne? Du kannst also, hier so gehe ich hier durch, ja, das ist so, ja, und ja. Wie schnell, sonst bist du immer so im Katalog am Fühlen. Und ja, und hier sieht, kann man das auch selber sich angucken, genau. Das finde ich schön. Ja. Ne? Der Jan weiß ja auch so gut. Die ist auch gut, ne? Finde ich. Die ist auch gut, erinnert mich auch ein bisschen an der Kreissäge. Viel bloß die. Für den Brembo-Bremssattel brauchen wir mindestens eine 260er Scheibe, weil sonst der Sattel an Speicher schläft. 240, 260 steht da. Oh, die ist besser. Ja, die ist besser. Dann nehmen wir doch die. Stimmt, hier ist auch noch 260. Was es nicht alles gibt. Wir nehmen die wieder zurück und wir nehmen die. Und die sieht auch echt gut aus. Ja, das ist doch prima. Ja, die ist besser. Ja. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ganz wichtig ist, dann gehen wir jetzt einfach mal dort, wo es wirklich interessant ist. Moin, moin. Moin. Grüße. Simon. Moin! Grüße! Na, hier wird gearbeitet, wa? Ja, der muss ja arbeiten, ne? Also du bist hier der Büro-Hengst. Hengst. Achso, nur der Hengst. Nur Hengst für den Büro, ja. Das ist schön. Ja. Sehr gut, kümmert sich um die Geschicke der Firma. Ist derjenige, der tatsächlich die Organisation völlig in der Hand hat, damit ich weiterhin Techniker sein kann. Weil wenn ich das auch noch machen würde, da geht gar nicht. Also ohne ihn geht's nicht. Soll ja auch jemand machen, der es kann. Genau, und der meint es jetzt zynisch, er meint es aber wirklich so. Es ist tatsächlich nicht mein Job, diese ganze Organisation. Das ist, ich bin viel lieber auf dem Prüfstand und mehr mein. Ja, da hätte ich keine Lust, so absolut nicht. Das ist auch nichts für mich so. Das ist, ja. Das ist schlimm, er hat auch keine Lust. Aber einer muss es ja machen. Einer muss es ja machen. Oh Jan, ich sehe hier gerade durchs Fenster. Was ist hier denn noch, du? Ja, da ist viel interessanter. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja. Moment, jetzt machen wir das Licht an hier. Genau. Ja. Und ein richtig geiles Werkzeug, Andi. Jetzt mach ich euch mal neidisch. Guck mal. Oh, das haben wir. Aber nicht mit Licht und auch nicht. Oh, schön. Den sowas ähnliches habe ich gekriegt. Ja, aber nicht mit Licht. Darf ich mal? Von Portking. Von Portking, mit einer kleinen LED. Ja. Aber nicht mit 6 Stück. Die von Portking sind gut. Ja? Wirklich, gefallen mir, ja. Aber das ist, unseres ist noch ein bisschen besser. Wir verkaufen es aber leider nicht. Da geht es um CE-Prüfzeichen und andere Sachen. Ja, das hat er alles an. Ich weiß. Also, das ist ein fingerliche Maniküre, kann man da machen. Aber da muss man ein bisschen an die Arbeit. Ich habe hier auch am Stumpen hier. Also, ich wusste auch, am Stumpen, da guckt immer so ein Stück Fingernagel raus. Nee. Das kann ich jetzt mal abschleifen. Boah, du bist gleich auf dem Knochen, Junge. Ja, ich mache das bei mir immer am Schleifstein. Aber guck immer so ein. Oh, ist das schön glatt jetzt. Also, ich würde dir aber raten, damit die Nase zu bearbeiten. Das wird natürlich 10 Mal an die. Das ist auch so für Nasensteine. Was hast du denn hier für ein Klappe? Das ist nur Öl. Das ist einfach nur Öl. Das ist so, dass wir beim Fräsen brauchst du immer ein bisschen Öl zum Kühlen und eben auch, dass der Fräser nicht zuklebt. Also hier werden die PS gezaubert, ne? Ja, da wird PS gezaubert. Ah, sehr gut. So, jetzt können wir das hier mal anmachen. Dann hört man mal, also, wie sie hören. Die hat ja auch so eine tolle Lampe hier. Das neidisch, du. So, und jetzt. Das Eigentliche, was da dran wirklich richtig cool ist, ist nicht nur, dass sie schnell dreht,
Wir sind schon bei unwahrscheinlichen Drehzahlen. Das ist leise. Ja. Bei den alten ist es eben so, wenn man das mit Luftkühlung hatte, bei den alten Werkzeugen, hast du immer den Dreck hier im Raum rumgemischt. Und jetzt haben wir eine Wasserkühlung und damit fallen die Späne nach unten und du hast das nicht überall in der Haare und gehst abends heim und siehst aus wie eine Sau. Das macht einen riesen Vorteil. Ja. Aber jetzt auch schon seit einigen Jahren, das ist mega. Ich habe ja früher noch mit diesen alten Schleifern, mit diesen Gradschleifern mit Welle gearbeitet. Da hast halt, der ganze Raum ist voll mit Gussflimmern. Bauen wir vielleicht doch mal die Nase. Ja, nee, lass mal. Ist der glatt, der Feder? Lass mal schauen. Nö. Aber der ist auch wirklich, das ist fast gar nichts. Das ist zum Entgraten. Ja, genau. Guck mal. Ja. Jetzt weiß man noch mal, wie das geht. Oh, man lernt hier eine Menge. So, mal einen Entgraten. Was machst du jetzt immer an jedem einzelnen Zylinder? Der wird jetzt noch einmal. Ich bin jetzt eigentlich fertig und du nur noch mal einen Auslass ein bisschen polieren. Und ja, eigentlich bin ich bald fertig mit Fräsen. Ja. Du schneidest die Gewinde noch mal nach hier? Oder was ist das jetzt? Nee, nur bei manchen. Ich tue nur noch polieren, ja. Fertig gefräst, alles. Mhm. Das ist manchmal so, dass die Gewinde nachgearbeitet werden müssen, weil sie ein bisschen ruppig sind. Gucken wir uns die an und schneiden sie eben nach. Das ist auch so was, was ich vorhin schon unten mit den Kolben gesagt habe. Das ist ein bisschen, wenn man das sieht bei uns im Shop, wir sind nicht die billigsten. Also unsere Sachen sind halt immer ein bisschen teurer als die anderen. Hat eben oft den Grund, weil wir eben jeden Zylinder angucken, ja. Jeden Kolben angucken. Jede Kurbelwelle wird geprüft, kriegt nochmal einen Stempel, geht wieder in den Karton. Das hat einfach was damit zu tun, dass wir uns natürlich den Schmuss nicht antun wollen, dass wir dann ständig irgendwelche Fragen haben, warum ist es kaputt. Das kann ich verstehen. Also ihr habt eine eigene Qualitätssicherung. Genau, richtig. Bei uns passieren trotzdem auch Fehler, weil wir sind auch nicht fehlerfrei. Aber wir versuchen eben ganz viel auszuschließen auf diese Art und Weise. Deswegen halt immer sowas wie Gewinde nochmal nachschneiden und manchmal machen wir uns vielleicht ein bisschen viel Arbeit damit, aber ganz am Ende ist es richtig so. Das ist schon sehr professionell, was hier passiert. Das sieht man auch. Ja. Ich finde auch die Sorgfalt schön, wie er sagt, das wird alles nochmal überarbeitet, jedes Teil wird durchgeguckt. Qualitätskontrolle. Ja, das ist also gut. Also wirklich eine Qualitätskontrolle. Ja. Echt gut. Das ist schon wunderbar. Habt ihr über mich geredet? Nein. Nein. Doch, wir haben über dich geredet. Aber nur Gutes. Aber na, doch, hoffentlich. Das ist am Anfang hat das wirklich mit einem Krampf angefangen. Wir haben auch Sachen kontrolliert, die wirklich nicht nötig waren. Aber das Ding ist halt, im Endeffekt, die Kunden bezahlen gerne das Geld dafür, wenn sie wissen, würden wir ja alle. Und das ist es ja kommt aus dem Karton so. Raus. Ja, ja. Man weiß einfach, okay, wenn das von da kommt, das wird funktionieren. Mhm. Ja, und wenn mal was ist, rennen wir auch nicht weg. Moin. 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 Na, machst du hier sauber? Ja. Schön. Genau. Wie neu aussehen. Ja, super. Die müssen wie neu aussehen, ja. Und das sind jetzt gebrauchte alte Gehäuse, die sind jetzt nicht... Genau. Auch wenn ich mir diese Schaltwelle hier mal anschaue, ne? Die Lochwelle, Das ist wirklich ähnlich wie bei Zünder. Also fast identisch, muss man sagen. Ja. Hat Zünder bestimmt nachgebaut. Weiß nun keiner, aber... Nein, Spaß. Aber hier laufen die Kugeln rein, hier ist dieser Keil, der Zickheil, Stift, genau, der Zickheil, und der gibt die Kugeln raus und genau. Nimmt das Getriebe mit. Ja, genau. Nicht schlecht. Mhm. Ja, ansonsten, wir können auch hier durchgehen, die Schleiferei. Zwei Türen. Hier, das ist interessant. Ha, Trockenhohn. Weißt du, was Trockenhohn ist? Nee, Trockenhohn. Trockenhohn, ja. Ja, das ist so ein Schleifpad hier. So. Das ist ein Schleifpad. Das, die Idee ist zum Beispiel von jemandem, dessen Namen ich jetzt nicht in den Mund nehme. Das hat mir vor Jahren mal jemand gesagt. Bin ich wirklich dankbar darüber, dass er mir das erzählt hat. Das hat mal ein Puls Motorenbauer König. Kennst du den? Sagt ja, das klar. Und seine Idee war, dass er hat mit solchem Zeug hat er das früher gemacht. Mhm. Und das Coole ist bei dem Trockenhohn eben, dass man halt kein Öl braucht, wie bei den anderen Hohlmaschinen, die wir jetzt hier drüben stehen haben. Ja. Und kann damit wunderschönen Negasil nachbearbeiten. Und das Ding ist, man denkt halt, dass dieses Pad hier, ne, das ist ja vom Trockenbau, dass das Müll ist. Das wird fantastisch. Wirklich. Nicht nur, dass es gut aussieht, es ist auch gemessen fantastisch. Schön. Trockenhohn ist echt eine tolle Sache. Stehe ich total drauf. Ja, was haben wir hier denn hier zum Beispiel, das ist Honeckers letzte Rache. Die geilste Drehbank. Die geilste Drehbank auf der ganzen weiten Welt. Geil. Das ist ein absolutes Gedicht, diese Drehbank. Moment, ich schalte sie mal an, weil ich auch total auf Maschinen stehe. Moment, hier noch. Ich liebe diese Drehmaschine. Ich habe zwei davon. Also, die sieht echt mega massiv aus. Das ist auch. Diese Drehmaschine haben sie früher. Also, die läuft früher noch ganz ruhig. Das die läuft ganz ruhig und die haben sie in U-Booten. Für die Wartung. Also das ist die Geschichte, die uns erzählt wird. Ich war noch nie auf dem U-Boot. Ich hatte eine russische mal auf dem U-Boot. Ja? Die hat ja jetzt Jörg gekriegt. Ah, okay. Warte. Bedienungsprobleme, weil lange in den Schrank gestanden. Jetzt die Kühlschnürpumpe. Das ist auf und zu, Magnet an, aus. Genau. Und jetzt auch cool, man kann halt wärmen. Das ist alles elektronisch gemacht, das ist unten ein Getriebe drin mit 6 Kupplungen. Das haben wir schon mal regeneriert.
Lappen, drei Tische von vorne nach hinten voll. Jetzt kann ich wärmter. Wow. Kann ich sagen, okay, oh, ist mir zu viel, ist mir zu wenig. Ach, das ist geil. Und gleichzeitig kann ich Gewinde schneiden mit Anschlag. Der fährt auf Anschlag. Aber nicht mit dem Geschwindigkeit. Das Ende ist, macht zwei Umdrehungen frei. Ja. Dann fahre ich zurück und da trifft den Gang wieder. Nein. Ja, und du kannst rückwärts, wenn du rückwärts fährst, kannst du die Drehzahl hochnehmen. Ja, sonst ist und das beim immer Schneiden so eine, machst du langsam. Sonst ist das immer so eine Quälerei, Gewinde schneiden. Mit das aufpassen geht, und dann den Freilauf und dann wieder zurück. Per schnell damit. Ja, das ich kann ich habe auch ein Video vorstellen. Bei mir auf dem Kanal, wo ich das mal gezeigt habe, wie schnell das geht. Das ist wirklich. Und da fährt sich so schnell zurück, das geht. Klasse. Ich liebe diese Drehmaschine, das ist so cool. Ja, es geht was richtig. Was hast du gesagt, Honigers? Letzte Rache. Weil 89 oder 90 gebaut sowas. Ja. Und die sind einfach, also die sind echt super. Und die Jungs, die das mal gebaut haben, die gibt es immer noch ein paar davon. Ja. Und die hat jetzt irgendein kleines Problem mit dem Vorschub. Der hakt immer mal aus. Und dann kommt nächste Woche und baut uns das noch. Wir sind super froh, dass wir da noch jemanden haben. Weil gibt es auch irgendwann nicht mehr, die Leute. Ja, die gehen jetzt alle langsam in Rente, setzen sich noch ein bisschen in den Garten. Das ist sehr schade. Und da kommt noch mal zu uns und macht uns noch mal die wichtigen Sachen hier. Weißt du, was die auch kann, die Drehmaschine? Na? Die kann auch auf einen Hundertstel Anschlag. Also ich stelle einen Anschlag ein, die fährt bis auf einen Hundertstel da dran. Und dann geht die nicht mechanisch aus mit einer Wendeschnecke, wie man es von den ganzen Mechanischen gedacht hat. Ne? Kennst du die Wendeschnecke? Hier, klick. Sondern die macht das innen drin mit im Ölbad laufenden Kupplungen. Das sind sechs Kupplungen. Fährt auf Anschlag, macht aus. Und dann bleibt die auf dem Hundertstel genau an derselben Stelle immer wieder stehen. Verrückt. Das ist ein Traum. Da kannst du so geil und schnell Teile drehen. Wenn du bei meiner nicht aufpasst, dann läuft die gegen. Ja. Krack, 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 krack. Und dann ist alles im Arsch. Ja. Aber ich haben hier bei mir haben wir hier so einen kleinen Anschlagschlitten gebaut, wo er entgegenläuft. Und dann geht es auch ein Schalter zur Sicherheit. Dann geht ja, sie genau. aus. Ja. Aber das ist ja natürlich. Das ist total, Hightech, geil. Ja. Mhm. Klasse. Ja. Ja, schöne Drehbank. Danke, Herr Honecker, dass Sie das nochmal gemacht haben. Ja. Die gab es schon in den 70er Jahren, haben sie die ersten Versionen davon gebaut, die waren noch ein bisschen anders aufgebaut, aber das waren dann wirklich die letzten. Wurden in Chemnitz gebaut, bei Heckert. Also ich weiß nicht, ob es in Chemnitz gebaut worden, ich war nicht dabei, aber das wurde mir erzählt. Und teilweise in Bergishübel. Bergishübel. Bergis was? Bergishübel. Bergishübel? Ja, das ist bei Dresden. Ach so. Genau, hier kannst du das Getriebe schalten. Und das ist prima. Ne? Ich könnte noch davon allein erzählen. Allein schon, wie sich das anhört hier so. Ja, ne? Der Sound ist geil, ne? Echt gut gemacht, du. Das geht mir aber auch so. Ich habe auch so Sachen, die ich unheimlich toll finde. Die liebt man richtig, ne? Ja. Das ist richtig schön, finde ich, du. Das ist überhaupt nicht nur der praktische Nutzen, sondern ich gehe dann manchmal an dem Ding vorbei und denke, hallo, du Kleine. Mhm. Ich mach mal Trill hier. Ja, mit geilem Werkzeug machen wir auch gerne arbeiten. Das ist genau so. Ja, ne? Echt klasse. Ja, sollen wir noch was so angucken? Hier haben wir noch zum Beispiel die Maschine, die wir zum Zylinderbohren nehmen. Ah. Das ist was, das kommt eher aus dem Westen von Deutschland. Das sind wir schon wieder bei Ost-West. Quatsch. Das ist eine Deckelmaschine. Moment, das muss ich mal schauen. Hier im Deckel habe ich immer, im Deckel von der Deckel habe ich die immer stehen. Aus welchem Baujahr die war, weil wir verschiedene haben. Die ist von 1957. So, also wirklich alt. Sieht nicht nach aus. Nee, die haben wir auch komplett umgebaut. Mit einem Frequenzumrichter, eigenen Motor drauf gebaut. Hier unten drunter ist ein Riemen. Weil das Problem war immer, in dem Kopf, der Abstand hier, hatte 57 mm nur mit dieser Stirnverzahnung. Und das Problem ist, wenn wir dann Zylinder gebohrt haben, hatten wir in der Höhe von ungefähr einem Hundertstel wie so eine Verzahnung. Ja. Ich habe mal gesagt, wie ein Leibniz-Keks, weil 32 Huckeln waren da drin. Genauso wie der eine Zahn ist. Mhm. Und dann haben wir hier eine Lagerung selber reingebaut, oben reingebaut, Frequenzumrichter rein und bohren halt jetzt die Zylinder damit. Und damit wird das Zylinderbild, das Bohrbild ist ein Traum. Schön. Das haben wir selber umgebaut, benutzen sie jetzt seit, habe ich gerade gelesen, 2019 steht hier drin. Nehmen wir die und das geht einfach toll. Die macht ein ganz rundes, super geiles Loch. Ja, was halt ja selbst da in diese Maschinen wird noch Liebe reingesteckt. Ja, das finde ich klasse, wirklich. Und auch deine Bedürfnisse umgebaut letztendlich auch, ne? Mhm. Das Ach, Ding cool. ist, was es gibt für die Maschinen sogenannte Feinbohrköpfe, die gehen auch sehr gut, aber das geht eben noch mal ein bisschen besser. Die Feinbohrköpfe haben noch mal eine andere Übersetzung und haben eben eine lange Lagerung, um auch da ein ordentliches Loch einzubohren. Auch damit kann man ein sehr schönes Loch bohren, das geht aber eben noch mal besser. Mhm. Ist schon interessant hier. Also sie hat hier ein Lager noch eingebaut, damit das mehr geführt wird. Mhm. Also Werkzeuge bohren, hier Bohrwerkzeug. Ah ja. Das sind jetzt hier die Bohrstangen, mit denen wir das bohren. Das ist alles Schweizer Zeug von MBM. Das geht so richtig gut. Das ist ja die Schneide hier. Genau. Und das Geile ist, die Dinger sind so genau. Also wir haben eine Markierung, dass wir den in dem Kegel immer genau an dieselbe Stelle stellen. Mhm. Weil er auch dann so eine Wiederholgenauigkeit hat. Also wenn wir zum Beispiel einen Zylinder bohren auf dem Hundertstel, stellen wir genau die Hundertstel zu.
Wo unter das Loch uns kommt exakt an der Stelle raus. Das ist echt präzise. Das ist richtig Teil. Cool. Das ist auch so ein Werkzeug, was ich total mag. Guck mal hier, diese Schneide, doch schön. Na, hier kannst du quasi das Werkzeug drehen die ganze Zeit in den Zylinder. Die Uhr bleibt stehen. Genau, und du siehst hier, wo es zentrisch ist und wo nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja und damit richten wir das in der Maschine ein. Ich finde, das ist auch so ein cooles Ding. Früher hatten sie da so eine Uhr, wo sich die Uhr mitgedreht hat. Ja, und du immer so gucken musstest und überlegen musst, wo du hindrehst. Hiermit richte ich einen Zylinder ein. Also jeder von uns, in ungefähr 20 Sekunden, haben es probiert, ist gar kein Problem. Und dann steht er ganz zentrisch zur Achse. Dann können wir schon anfangen mit bohren. Da hinten haben wir noch eine Fräsmaschine. Hier ist die Hohlmaschine. Das ist vielleicht interessant. Und zwar... Es ist so eine Hohlmaschine, das Ding da dreht sich, ne? Aber hier unten habe ich einen Hebel. Und wenn ich den drücke, hört man schon den Knopf, da wird die Drehzahl losgehen. Drückt hier so viel, wie ich drücke, kann ich dosieren, wie weit. Ah, du kannst das variieren. Ja, ich kann variieren, wie weit es nach außen kommt. Vorsicht, Spuckfisch. So, und dann fängt es quasi an zu drehen. Und dann kann ich jetzt, während sich das dreht, ich den Zylinder hier drauf führe, kann ich mehr oder weniger unten drücken und kann damit sagen, wie weit kommen die Backen nach außen. Und habe ein Gefühl dafür. Das heißt genau, du hast es im Gefühl, wie er schleift oder nicht schleift. Und das machst du mit dem Fuß weg. Wenn du eine Vertikalhohlmaschine hast, also wo er von oben kommt, machst du den Zylinder ja immer nur von einer Seite. Machst ein Loch rein und dann entsteht mit der Zeit ein kegliches Loch, weil das Hohlwerkzeug tut ja an einer Stelle immer mehr drüber fahren als auf der anderen. Ja. Und dann wird mit der Zeit das keglig. Und hier ist es genau zylindrisch. Ja. Aber warum? Wir machen 10 Hübe den Zylinder so rum, dann drehen wir nur um und machen 10 Hübe so rum. Ah. Und damit richten wir uns das Werkzeug die ganze Zeit selber ab. Mhm. Und manchmal hast du dann trotzdem einen kleinen Fehler drin, das merkst du dann beim Holen, merkst du schon, da packt hier mehr an. Dann haben wir den alten Zylinder, den hauen wir da drauf und dann gibt es richtig Druck und ein paar Hübe drüber und dann ist es wieder abgerichtet. Und das ist halt das Coole. Mit dem Ding haben wir sowas von die genauesten Erfahrungen gemacht. Schön. Und wir bohren mittlerweile die Zylinder auf ganz nahes Maß an das Bohrmaß ran. Und beim Bohren im Gaukus sieht es ja so aus, als wären das rundherum wie so Krampen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, kann man auch bei Google eingeben, gibt es Bilder davon, wie das aussieht. Das sieht aus wie so kleine Spitzen, die rundherum noch übrig bleiben, diese raue Oberfläche. Ja. Weil der Gussspan, da biegt sich so um und dann bricht er an der Stelle ab. Und das sieht alles aus wie kleine Krampen. Und das Hohlen soll im Endeffekt nur dafür sorgen, dass diese Oberfläche verdichtet ist. Also bohren wir gerade so, dass nach dem Hohlen genau diese Spitzen weg sind. Und damit hast du den rundesten Zylinder, die beste Oberfläche und halt, schöner geht's nicht. Na gut. Ja, dann bin ich mal gespannt. Was machen wir nun? Hier, Drehmaschine, Fräse. Aufspindeln. Genau, hier werden die Gehäuse aufgespindelt. Das ist im Prinzip klassischerweise, wenn wir jetzt einen normalen 50er Motor haben, hast du halt eine 46er Bohrung bei Simson. Und hier kannst du halt aufspindeln, ne? Einfach über die Lagergasse aufnehmen, aufgespannt. Und Winkel machen wir auch ganz, ganz... Wo hab ich's denn? Wo liegt's denn? Naja, die Jungs wissen, wo ihr Werkzeug ist. Einfach mit dem Winkel hinten an den Tisch hast einen Winkel. So, das war's. Was anderes brauchst du nicht. Und das ist ja auch so was, das Gehäuse wird teilweise ausgespindelt. Dann kommen Leute und da war schon mal so ein Experte, der hat uns vorgegeben und der wollte, dass das Gehäuse ausgespindelt ist und nur 300stel größer ist als der Zylinderfuß. Damit er unten mit ganz genau ist, was ja völliger Quatsch ist. Mhm. Die Buchse sitzt ja immer im Freien. Die sollte genug Luft haben. Also wir geben 2/10. Okay. Ja. Und damit spindeln wir halt die Gehäuse. Ist auch eine ziemlich coole Maschine, ist auch eine Deckel, eine FB1. Ist aber schon mit Steuerung, dass man hier sagen kann, okay, verfahre 24,36 mm. Gibst da ein und dann macht die genau das. Also sie ist nicht nur konventionell, sondern die kann auch schon so von alleine, ne? Ein bisschen den Weg machen. Ja. Die kann auch schon einen Kasten abfahren. Und, auch ein cooles Ding. Also das war wirklich echt spannend, was wir hier gesehen haben schon. Und total beeindruckend, was du hier so machst und mit was für einer Liebe und muss man ja schon sagen, und Hingabe auch. Und darf ich jetzt weinen? Welche Qualität. Wir müssen ihn eigentlich mal trillen, Andi. Wollen wir mal trillen? Das kennt er gar nicht. Hat er gut gemacht. Aber was wir jetzt noch machen, ist ja noch viel wichtiger für uns, nämlich auch, wir gehen jetzt gleich runter wieder zum Prüfstand. Und da ist ja ein Mechaniker von Jan, der ist ja schon am Fummeln, hat einen neuen Vergaser rangebaut. Wir haben schon eine Eingangsmessung, die war fast genau so. Ja, wir haben nochmal eine Membrane gewechselt, ja. Düse nochmal gewechselt, die Leerluftdüse. Jo. Und jetzt wollen wir gleich nochmal gucken, ob wir da was gefunden haben. Schauen wir mal. Ja, hier an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt aus dem so großartigen Simson-Paradies. Einzigartig, also es war wirklich toll. Vielen Dank, dass wir hier waren. Ja, danke. Gerne wieder. Haben wir wirklich schön genossen, hier zu sein. Tschüss. Immer schade, wenn es vorbei ist. Tschüss. Ciao.